herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ja, wie gesagt, machen wir heute einen kleinen Ausflug. Heißt, ich will einfach mal die Blaubeeren besuchen gehen. Und bei der Kartonproduktion noch vorbeischauen. Und einfach mal so einen ruhigen Sonntag verbringen, würde ich einfach mal sagen. Mal nichts arbeiten. Ja, muss auch mal sein. Oh, der ist schon manchmal ganz zickig hier, der AMG. Oh, weißt du was? Da fällt mir was ein. Aber zuallererst, wenn euch das Projekt gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder einen Kommentar da lasst. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich letzte Woche ja dem Herrn Blaubeer, Björn, mit meinen Kartonpaletten zum Zentrallager geschickt habe und ich dafür keine Lagergebühren gezahlt habe. Hackschnitzel fehlen oder Elefantengras. Hält man noch genug? Da fehlt aber Wasser. Okay. Okay. Ja, kümmern wir uns nächste Woche drum. Habe ich heute jetzt keine Lust. Wie gesagt, heute mal ganz einen gemütlichen Lümmel machen. Einfach vor sich hin lümmeln und nichts tun. Manchmal da haut der B-Turbo rein, ey. Muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich fahre bei der Helga vorbei. Hol mir noch ein Käffchen. Oder trinke ein Käffchen bei ihr. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So, da sind wir schon gleich bei der Helga. Muss mal Rasen gemäht werden, ey. So.
Hallo, Helga. Ja, machst du mir einen Kaffee mit Zucker? Ja, perfektes Wetter, super Wetter, ey. Heute Nachmittag soll es noch mal ein bisschen schöner werden. Aber super. Naja, ich habe die ganze Woche gedroschen, ey. Gestern war ich jetzt noch im Wald, habe ein paar Stämme gesägt hier. Ja, fürs Sägewerk. Ich muss da noch ein bisschen produzieren, weißt du? Paletten, Bretter, hin und her. Holzscheitel für den Winter. Ja, einen Haufen zu tun. Dinkel hatte ich auf den Feldern. Ah, hat wieder gut Geld gebracht. Naja. Ja, Ich wollte aber jetzt da weiter. Ich wollte noch zu den Blaubeeren. 5 Euro? Helga. 3,50. Bitte schön. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So. Auch mal noch beim Zentrallager reingucken, was ich da denn jetzt alles drin habe. Jo, fahr rein, danke. Vergessen, das Tor zuzumachen. Nichts drin? Nichts drin? Das kann eigentlich gar nicht sein. Da müssten eigentlich ein paar Kartons drin sein. Guck mal gerade in den Computer rein. Nichts drin. Hat er die Kartons nicht eingelagert? Das gibt's ja nicht hier, ne? Da muss ich ihn doch gleich mal anhauen, was da passiert ist. Da macht das Ganze ja sogar Sinn, wenn ich zu den Blaubeeren fahre. Haben die mich beschissen oder was? Aber bestimmt nicht absichtlich. Würde ich eigentlich dem Björn nicht zutrauen. Dass er das absichtlich gemacht hat. Ich glaube, das hat er einfach vergessen. Da hing mein Tacho ein bisschen. Der ist plötzlich hochgeschossen bis 270. Ist zwar ein AMG, aber ich dachte jetzt nicht, dass er so schnell fährt. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Wir drehen gleich nochmal um.
Ich wollte mal gucken, wo ist ja jetzt das neue, ob das Gemeindegebäude inzwischen fertig ist. Oha. Ist ja ein Riesenbunker. Aber ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Na, gucken, ob die überhaupt zu Hause sind. Ich weiß ja gar nicht, ob die zu Hause sind, die Blaubeeren. Irgendwie nicht so aus. Ah, da hinten ist einer beim Drillen. Oder was auch immer der da macht. Hallo! Ah, da kommt er. Ja, servus! Oh! Pieps. Wie geht's? Lebst ja wirklich noch. Ja, ich lebe noch. Ich ja, Schulungen schon, und hin und her. Ich dachte schon, du wärst echt tot. Ja. Die Schulungen, die halt noch haben ziemlich viel in Anspruch genommen. Ach so. Ja, ich dachte, heute Sonntag mache ich mal einen schönen Ausflug mit meinem neuen Flitzer hier. Was hast du denn gegönnt? Und so ein AMG. Ja. Hab letzte Woche gut verdient, dachte ich, investiere ich gleich mal in ein bisschen Spaß. Ja, ja. Ja, schaut gut aus. Ja, sie, ich, ja. Ah. Ist schon ein Schmuckstück, ne? Mhm. Die Metallic-Lackierung? Heide, nein. Die Farbe passt genau zu dir. Ja, gell? Richtig giftig grün. Nee, schaut gut aus. Ja. Wo ist denn dein Brüderchen? Mein Brüderchen, der macht Fabrik runter. Ah, ja. Okay, dann rufe ich den gleich. Was brauchst du denn von ihm? Ah, der hat letztes Mal ein paar Kartonpaletten mehr mitgenommen und die sollte er eigentlich ins Zentrallager bringen, aber da war jetzt gerade nichts drin. Deshalb dachte ich, ob er die aus Versehen woanders eingelagert hat.
Aber wenn der jetzt noch gar nicht fertig ist, vielleicht hat er die ja noch hinten drauf. Es kann sein, keine Ahnung. Ich hab selbst heute noch nichts von ihm gehört, weil ich mit den Fällen beschäftigt war von uns. Ja. Ja, dann rufe ich ihn gleich mal an. Okay. Aber passt. Dankeschön. Ja, wünsche dir noch was. Ebenso. Tschüss. Tschö. Klingelingeling. Ja, Blaubeer. Jo, Volker hier. Servus. Hi, Volker. Wo steckst du denn? Ich bin gerade auf den Hof gefahren. Da war ich gerade auch. Ich komme mal gerade rüber. War Alles gerade bei klar. deinem Brüderchen am Feld. Okay. Bis gleich. Jo, bis gleich. Tschüss. Ciao. Ich bin gespannt. Vielleicht hat er die Paletten auch gerade eingelagert, als ich weggefahren bin. Hallo. Hi Volker. Guck mal da. Oh, ein brachiales grünes Stück. Ja. Hey. Ist mein neues Ding. Aber da Spielzeug. kannst du keinen Flug hinterpacken, oder? Bisschen klein, die Anhängerkupplung, hä? Das Ding ist nur zum Spielen da. Nur zum Spielen. Ja. Ich sehe, du hast meine Paletten ins Lager gebracht. Ja, letzte Mal schon. Direkt Echt? nach dem Autorennen. Da war aber nichts drin. Ich war vorhin dort, heute Morgen. Hast du mal im Tablet geguckt? Ja, auch. Warte mal, ich guck mal. Karton 40.000. Moment, ich gucke auch noch mal. Ah, hier, Moment. Aber warum sagten die Übersicht? Ja, die Anzeigen, die Displays im Lager, meinst du? Ja. Ja, die spinnen ein bisschen. Ach Zeigen immer so. 0, 0, 0, 0, 0. Ja, eben. Deshalb dachte ich, da ist nichts drin. Nee, nee, die habe ich letztes Mal sofort nach dem Auto, bin ich direkt runtergefahren und habe die dort abgeladen. Ah, ich dachte schon, du hättest ein paar mehr gebraucht. Schade. Nee, ich habe noch ein paar da hinten in der Ecke stehen. In der Ecke. Ja, hinten an der Halle. Okay. Okay, gut, na, Jo. dann ist alles gut. Ich habe nur so Sache. eine kleine Spritztour gemacht, weil sonntags Ja, kann so man das schön sich mal Wetter, ne? gönnen. Mal den freien Tag genossen. Ja, mach das mal. Hast du dir verdient. Ja. Denke auch. Jo. Jo. Und bei euch sonst so? Ja, viel zu tun, aber jetzt habe ich ja wieder Verstärkung. Ja, Und, ja, ja. Ich habe echt geguckt, ob der echt tot ist oder ob er lebt. nee, er lebt noch. Ja. Ja, Ah, gerade beim erst Holzmichl war ich Felder auch, gemacht. wo wir gerade von Leben reden. Jo. Gut, dann gucke ich mal vielleicht noch beim Neumann vorbei. Vielleicht ist Ja, der ich ja auch glaube, der da. dümpelt heute auch auf seinem Hof rum. Ah, ja. Dann gucke ich bei dem noch vorbei. Jo, mach das. Gut. Dann wünsche ich euch Alles nächste Woche klar. eine gute Woche, ne? Ja, dir auch, ne? Gute Geschäfte dann. Danke, ciao. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Okay, war das. War das nur ein Anzeigefehler? Und dann ist er gut. Ich dachte schon, ich dachte schon. Hätte ich eigentlich auch nicht. Eigentlich hätte ich es ja nicht von den Blaubeeren erwartet, dass da irgendwas schief läuft, aber naja. Dann ist er gut, deshalb fragt man ja, deshalb spricht man ja miteinander.
Dachte, der wollte drillen. Oder hier kruppern. Macht er schon Pause. Ich dachte, du bist schon wieder auf dem Sprung. Nö. Servus. Servus. Und alles gut? Ja. Sonntags mit dem LKW unterwegs? Auf dem Hof, ja. Ja, auf dem Hof. Ich habe eine kleine Spritztour gemacht mit dem schönen Dinger da. Wisst ihr? Ja. Mit meinem neuen Schätzchen. Ach so. Ja. Fährt sich ganz gut. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Vorhin ging mal der Tacho auf 270. Und das muss ein Fehler sein. Ja? Boah. Ey, der ist neu, der kann keinen Fehler haben. Er kann maximal nur 150. Nein. Direkt vor deinem Hof, ey. Ich bin mit 170 bin ich an deinem Hof vorbeigeschossen. Das kann meiner nicht. Tja, meiner ist auch von AMG. Ja, meiner ja auch. Ja, anscheinend nicht. Meine doch, ist da offen. Ist er. Meiner ist offen. Meiner ist nicht abgeriegelt. Naja. Gut, dann fahr ich mal wieder heim, ne? Ciao. Ciao. Gut, liebe Leute, dann fahre ich tatsächlich wieder nach Hause. Der Neumann, der war ja nicht so gesprächig. Wir sehen uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich morgen wieder bei einer neuen Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.